Moussa Diaby von Bayer Leverkusen steht wohl vor einem Abgang im Sommer. Der 22-jährige Franzose spielt eine sehr starke Saison für Bayer Leverkusen und steht bei diversen Top-Teams in Europa auf dem Zettel. Im Interview mit der Zeitung Le Parisien äußert sich Diaby zum Wechselthema. Natürlich denke ich darüber nach, aber aktuell noch nicht so viel. Denn aktuell liegt sein Fokus auf dem Saisonfinale und möchte die Champions League erreichen. Ich möchte alle High-Level-Matches spielen und dazu gehört die Königsklasse. Ich liebe es, an Wettkämpfen mit Druck teilzunehmen. Vor allem Manchester United, der FC Arsenal und Newcastle United sollen an dem jungen Flügelspieler interessiert sein. Sein Vertrag bei Leverkusen läuft allerdings noch bis 2025. Laut L'Equipe liegt Leverkusens Schmerzgrenze bei einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro. Sturmtalent Joshua Zirkzee äußert sich über eine Bayern-Rückkehr im Sommer. Der 20-jährige Niederländer steht aktuell noch beim FC Bayern unter Vertrag, ist allerdings an den RSC Anderlecht ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Und genau das nutzt er. Mit 24 Torbeteiligungen in dieser Saison läuft es für den Mittelstürmer sehr gut. Doch im Sommer müsste Zirkzee zurück nach München. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Für Zirkzee selbst ist eine Zukunft bei den Bayern jedoch unwahrscheinlich. Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, zu Bayern zurückzugehen nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe. Wir werden nach der Saison sprechen. Ein Verkauf im Sommer scheint derzeit das wahrscheinlichste Szenario.